Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hey Monster! Und in dieser Folge machen wir hier weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar sind wir uns hier am Road 21 durchfighten. Und es werden wahrscheinlich noch einige Trainer kommen. Somit haben wir hier in dieser Folge auf jeden Fall gut was zu tun. Und bisher kriegen wir das auch mit Glurak alles sehr gut durch. Glurak schlägt sich sehr, sehr gut. Ist auch schon fast auf 64. Ne? Schade, dass er das nicht mehr geschafft hat. So, hier werden wir jetzt aber erstmal einen Wechsel machen. Blossom kommt rein. Ist einfach die bessere Wahl gegen Staryu. Mit einem Pididance könnte das schon was werden. Genau, ja. Sehr schön. Sehr schön. So habe ich mir das gewünscht. Stuntler. Mal gucken, wie viel der durchhält. Okay, er schläfert uns direkt ein. Somit wechsle ich direkt wieder rüber zu... Oder ich wechsle rüber zu Relaxo. Ich glaube, der hat ganz gute Karten gegen den hier. Oder auch nicht. Das war hart. Das hat ganz schön wehgetan. Und wir haben es aber paralysiert. Wunderbar. Jetzt müsste wir als erstes angreifen. Ja, läuft. So habe ich mir das vorgestellt. So, hier können wir wieder mit... Nee, das bringt ja nichts. Ich würde sagen, wir machen mit Relaxo weiter. Und das war keine gute Wahl. Er schläft immer noch. Brauchen wir nicht mitkommen. Milotic. Ja, müssen wir mit Milotic und dann werden wir hier ihm die Hydropumpe in die Fresse drücken. Wenn die Hydropumpe denn auch einmal im Leben treffen würde, was sie irgendwie nie tut. Und auch noch, er hat auch noch seine Spezialdefensive aufgetuned. Jetzt haben wir ein größeres Problem. Ätzender Scheiß, Alter. Das Vieh ist richtig hässlich. Und zieht heftig viel ab. Das ist nicht feierlich. Es ist nicht feierlich. Egal, ich muss es jetzt tun. Bring Glurak rein und versuche es mit einer Wing Attack durchzukriegen. Oder einer zweiten Wing Attack. Ja, läuft. Der war echt hart, Alter. Der war hart, aber ich war härter. So. Sieg. Aber es war kein 3-Sterne-Sieg, ne? Wir haben einen Verlust zu beklagen, ja. Scheiße. Scheiße. So, weiter geht's. Auf zum nächsten Gegner. Ich hoffe, der ist wieder ein bisschen besser. Ein bisschen einfacher. Pupitar. Okay, Pupitar ist nicht der größte Fan von Glurak. Ich würde sagen, wir wechseln mal eben zu Milotic rüber. Hydropumpe. Komm, Hydropumpe. Ja, moin, das war ausgezeichnet. Ja, ich hau hier auch eine Hydropumpe rein. Ist mir jetzt egal, ey. Ich weiß nicht, was das Vieh ist, was es kann. Es ist mir scheißegal, ey. Ich klatsche den Dingen hier in die Fresse. Zack, Milotic. Milotic, vielleicht auch meist unterschätztes Pokémon meines Teams. Ich weiß es nicht, aber es macht ja eigentlich hier einen guten Job. Gut, jetzt hat es schön daneben geschossen, aber... Sandstorm has stopped. Kriegen wir nochmal einen in die Fresse durch? Ja, kriegen wir. Und dann rüber zu Relaxo. Und Body Slam. Aua, ey. Relaxo verliert aber echt viel Leben, ne? Durch einfachste Attacken. Das gefällt mir nicht. Aua. Aua, aua, aua. Ja, zu Milotic kann ich nicht mehr wechseln. Der ist schon ziemlich hinüber. Ja, Amaldo. Komm. Komm, Amaldo. Keine andere Wahl. Ich sehe keine andere Wahl. Das ist nicht gut. Ancient Power ist besser. Ist es wirklich besser? Ja. Sieg. Komm, und jetzt noch einmal zu Glurak. Der regelt den Rest. Mit seiner Wing Attack. Oh, reicht noch nicht mal. Noch eine Wing Attack. Und dann wird das auch geklärt. Dann hätten wir das auch geklärt. So.
Und jetzt nochmal ein Fest hier rauf. Weiter geht's, ey. Wie viele Trainer sollen hier noch kommen? Wie viele Trainer werden hier sich uns noch in den Weg stellen? Wir sind doch schon so nah an der nächsten Arena. Ich rieche sie förmlich. Und die ganze Zeit hier wieder so eine Kacke zum Start, ey. Muss Blossom wieder regeln. Und Blossom macht es mit einem Peter Dance. Und das tut weh. Gut, Blossom ist direkt confused. Ich werde dann direkt auch... Au, aua, aua, aua. Scheiße. Ja, ich wechsle einfach zu Milotic rüber. Das passt auch, ist auch sehr effektiv. Werde es mit der Hydro-Pumpe probieren. Oh, die hat schon mal ganz gut gesessen. Dann nochmal mit einem Waterpulse hinterher. Und ich glaube, dann haben wir es. Wie der allein direkt so umkippt. So einmal ein bisschen Wasser an die Füße, kippt um. Oh, Moment. Kann man machen. Kann man machen. So. Das ist was für Lurak. Flamethrower. Das ist für Sparrow. Oh yeah. Das läuft. Und jetzt hier noch ein Porygon. Was wir auch wegklatschen. Alter, warum hat es so heftig gut überlebt? Bitch. Ja, Mann. Geschafft. Und ich glaube, wir sind nicht mehr weit entfernt von der nächsten Stadt. So viele Trainer können hier nicht mehr kommen. Alter, wie viele Trainer sind das? Ich glaube, es gab noch auf keiner Road so viele Trainer wie auf Road 21. Das ist... Brutal ist das. Brutal. Aua. Bitte, bitte stirb. Ja, sauber. Wäre ätzend gewesen, nochmal so ein 300 Damage in die Fresse zu kriegen. So, hier bringen wir Milotic rein. Er hat das eben auch schon ganz gut gemacht gegen das Panfi-Ding da. Rihorn geht direkt da auf. Hier können wir nochmal unser Glück probieren. Nein, 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 nein. Nein, 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 das ist nicht gut. Das ist nicht gut, meine Freunde. Das, so darf es, das darf nicht passieren. Wechsel. Und er macht es wieder, oder was? Ätzender Scheiß. Was war das? Jetzt nochmal eine Hydro-Pumpe, komm. Und sie trifft natürlich nicht. Und jetzt verwirrt er uns bestimmt wieder. Ja, wieder Konfusion. Aber es trifft. Es trifft. Nochmal Waterpulse. Komm, Waterpulse. Nein. Bitte nicht. Ja, hau den einen. Der eine muss noch raus. Nein. Du schlägst nur dich selbst, du Bitch. Ja, sauber. Apollo ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Haben wir jetzt schon mehrfach als Gegner gehabt. Das ist nicht normal, ey. Das Vieh kannst du kaum... Oder Gengar, Apollo, wie auch immer. Die sind ganz, ganz böse. So, Peter Dance. Und nochmal Peter Dance. Ja, moin. Haben wir. Und jetzt wechseln wir ein. Relaxo gegen Miltank. Wird das was? Sag mal bitte nicht, dass Miltank Kampfattacken hat. Das wäre ätzend. Oh yeah, Paralyse ist raus, offiziell. Die Paralyse ist offiziell raus, Leute. Und damit haben wir den Kampf gegen Miltank so gut wie gewonnen. Wunderschön. So, der nächste Trainer kann kommen. Elite-Trainer Walter. Raise 3 Pokémon to Level 63. Haben wir. Regional Pokédex of Road 9. Here I come. Okay, da sollen wir jetzt Road 9. Okay. Was sollen wir auf Road 9 machen? Das waren noch Zeiten hier. Damals, die gute alte Zeit. Road 9 und so. Alles haben wir einfach weggeklatscht.
Catch 8 Pokémon of any type on Road 9. Ja, geil. Ja, danke. Ja, Leute. So, ich würde mal sagen, eigentlich haben wir ja ein Problem hier, ne, mit den Stress Points, Spirit Points, wie auch immer. So, und jetzt setzen wir eine Incense rein. Hauen den raus, komm. Quick Win, Quick Catch, 120 Crystals, um die alle zu catchen, oder was? Ach so, ich dachte jetzt, dann kriegst du alle. Nicht hier, zwei Stück gefangen, Alter. Was soll das sein, Alter? Was ist das? Willst du mich verarschen? Verdammte Scheiße. Naja, egal. Dann fangen wir die jetzt halt so. Leider haben die nicht mal über 200 Leben. Somit kann ich auch keinen Dragon Rage dafür einsetzen. Ich jetzt muss das halt so einfangen. Ja, sauber. Aber funktioniert. Ich glaube, ich nehme als nächstes wieder Nidoran. Die so easy zu fangen sind. Ist das am besten? Great Ball kommt. Voll, ey. Habe ich 120 Crystals ausgegeben, weil ich dachte, das zieht so direkt. Directly irgendwie. Alle eingefangen oder so. Und dann nix da, Alter. Nix da. Nix da. Nochmal hier Great Ball. Aber wir haben jetzt trotzdem. Wir haben jetzt schon. Das wäre jetzt schon Nummer 5, ne? Also läuft eigentlich gut. Ist auch einfach drin. Na gut. Wenn das so easy ist, dann hätte ich es auch direkt selbst machen können. Gucken, ob das bei Ladybar genauso easy ist. Oh. Ladybar hat 201 Leben. Ich kann Dragon Rage einsetzen. Zack. Perfekto. Und dann wird das auch definitiv easy sein. Mit einem Leben. Jackpot. Sehr, sehr easy. Ah, der hat jetzt wieder zu viel Leben. Da müssen wir so probieren, unser Glück. Wie viele haben wir jetzt? Wir haben 6, ne? 6? 5 oder 6? Oh, der ist auch einfach drin. Geil. Jetzt haben wir 7 schon. Ja, läuft. Nur noch den einen hier und dann. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Und Jackpot. Catch. Dann können wir den Quest eben noch schnell abgeben. Alter, wie viele Incensen ich heute verbraucht habe, ey. Oh mein Gott. Ja, Leute, das war's dann auch erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.